Hello, hello, hello. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich dir. Ich habe gerade eben gesehen, in der Veranstaltung steht, glaube ich, dass ich um 10 Uhr live gehe. Da habe ich wohl nicht aufgepasst. Da haben die Tücken der Zeitumstellung, ja, mich inne gehabt. Weil wir sind ja hier auf Zypern eine Stunde vor. Und so ist dann diese Veranstaltung auch wohl auf 10 Uhr geswitcht. Egal. Ich denke, du findest mich dennoch jetzt um 9 Uhr, wenn du denn schon auf bist, wach bist. Ich warte mal. Ah, das sind die ersten Zuschauer. Wie schön. Zeig dich doch mal, wer du bist. Mal gucken. Wer ist da? Ah, meine bessere Hälfte ist da, die gerade in Deutschland leider ist. Ha, beam dich mal hierher. So, ihr Lieben, wer ist denn sonst noch alles dabei? Schenkt mir mal ein Herzlein, einen Daumen hoch. Oder eine Palme oder irgendetwas. Mach mal was Witziges, damit ich weiß, dass ich gut zu sehen und zu hören bin hier. Die Bettina ist mit dabei. Wunderschönen guten Morgen. Schreib doch auch gern mal rein, wozu du zugeschaltet bist, woher du zugeschaltet bist. Ich ziehe mal die Brille an, aus, damit ich mal einen Durchblick habe. Aber dann sehe ich hier nichts. Ah, jetzt kommt er rein. Die Sonja ist mit dabei. Zum Wohl. Ich habe mir heute Morgen frisch gepressten Saft hier geholt. Was hast du dir geholt, um hier ganz entspannt beim Seelenfreude-Talk heute Morgen dabei zu sein? Schreib es doch auch mal gerne mal rein. Mir ist heute Morgen, als ich so am Strand saß, am Meer und so den neuen Tag, ja, begrüßt habe, ist vielleicht so die richtige Formulierung. Mal wieder einen Satz eingefallen, den ich mal eine Weile auch auf meiner Homepage hatte. Erschaffe dir ein Leben voller Tage, von dem du keinen Urlaub brauchst. Und heute Morgen ist mir mal einmal mehr wieder bewusst geworden, dass dieses Leben so da ist und so normal ist. Unsere Tochter ist ja gerade auch hier und wir haben so in der Richtung ganz, ganz viele Gespräche zurzeit. Und sie hat auch die Woche, das ist ja auch so wie so eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität, sage ich ja gern dazu. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und sie hat mir die Woche auch gerade gesagt, als wir so miteinander gesprochen hatten, sie versteht das jetzt erst so richtig, was damit wirklich immer gemeint war. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Weil gerade in der jetzigen Zeit, ich habe zwar gehört, Deutschland, Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, aber Deutschland, es ist ja wohl auch inzwischen so, dass man wieder ins Restaurant gehen kann, auch ohne Test. Ja, mit Maske und solchen Dingen. Essen darf man Gott sei Dank ohne Maske. Aber wie wenig uns das tatsächlich hier so tangiert, wie sehr unser Umfeld, das wir hier so haben, für die gibt es das alles irgendwie gar nicht. Also in dieser Welt gibt es das irgendwie gar nicht. Und das ist das, was ich immer meine damit. Wir selbst sind die Schöpfer und Erschaffer unserer Lebenswirklichkeit. Und du kannst dir das so vorstellen. Gedanken sind ja nicht nichts. Alles, was wir aussenden, projizieren wir wie auf so eine Kinoleinwand, um es jetzt mal metaphorisch dir weiterzugeben. Stell dir mal vor, du sitzt im Kino und du projizierst Dinge da vorne auf die Leinwand. Das ist genau das, wie du dir deine Lebenswirklichkeit erschaffst.
Das ist etwas, wo unser Denker, wo unser Verstand natürlich nicht mitkommt, weil der rebelliert da. Der Verstand braucht immer so greifbare Ergebnisse und will immer alles irgendwie oder will, ja, muss immer alles beweisen wollen und können. Und deshalb ist das so ein bisschen spooky, weil das hat man uns ja auch nirgendwo beigebracht, wie wir unser Leben erschaffen, wie wir unsere Welt erschaffen, wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Es gibt zwar Gott sei Dank immer mehr Schulsysteme, die gerade aufgrund der jetzigen Zeitqualität natürlich gefragter denn je sind, wo es einfach darum geht, wie man sich ein erfolgreiches, glückliches und freies Leben tatsächlich gestaltet. Ganz so, wie es dem eigenen Herzen tatsächlich entspricht. Mal gucken, wer hier noch dabei ist. Ich ziehe mal wieder die Brille. Ah, die Melanie ist dabei. Schönen guten Morgen. Die Bettina aus Ludwigsburg. Ganz herzliche Grüße nach Köln und nach Ludwigsburg, ihr Lieben. Ja, so, wie erschaffst du dir jetzt dein Leben, das deinem Seelenplan entspricht, wie du es gerne hättest? Im ersten Schritt darfst du dich mal dem Gedanken öffnen, dass du tatsächlich ein freies, freudvolles, glückliches und auch reiches Leben wirklich verdient hast. Und wenn wir da mal unsere schöne deutsche Sprache uns anschauen, erfolgreich, reich, glücklich, wenn du dir die Endungen mal anschaust, allein von diesen drei Wörtern, erfolgreich, reich und glücklich, da steckt überall dieses Wörtchen Ich drin. Selbstverwirklichung, da steckt auch das Wörtchen Ich drin. In so vielen Dingen steckt dieses Wörtchen Ich drin und wir erkennen es nicht. Und wir erzählen uns diese Geschichten, dass das Leben halt so ist, dass das Leben halt eine harte Schule ist. Was habe ich früher alles noch so gemacht? Habe mich damit getröstet, dass es ja vielen Menschen noch schlechter geht als mir. Dass ich ja eigentlich gar keinen Grund habe, zu jammern und solche Dinge. Gib dich doch zufrieden mit dem, was du hast. Das sind alles so Muster und Prägungen, die wir ja im Elternhaus zu tausenden Malen gehört haben und dann glauben, dass das so ist. Und dann hören wir auf der anderen Seite, das habe ich auch lange Jahre nicht so greifen können, gerade so in spirituellen Kreisen, dass es ja noch viel mehr Dinge gibt, das kennen wir von Shakespeare, zwischen Himmel und Erde, als das, was wir mit dem bloßen Auge sehen können. Und was ich ja jetzt erzähle, ist ja wahrscheinlich nichts Neues für dich, nur so nach dem Tenor 100 Mal gehört, beim 101. Mal habe ich es verstanden. Unter dem Aspekt, dass alles eine große Energie ist und wir alle ja auch Energiewesen sind. Alles ist eine große Energie und wir alle sind Energiewesen. Wir können uns dieser großen ganzen Energie nicht entziehen, da sind wir drin. Und unsere Gedanken, die wir aussenden, die sind nicht nichts, die sind eine Form auch von Energie. Und da greift eines der sieben Naturgesetze, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Resonanz. Alles, was wir aussenden, Gleiches zieht Gleiches an. Da docken da draußen im großen universellen Feld entsprechende Energien an. Und die kommen dann in unser Leben. Und das ist das, was du dann quasi auf den Film deines Lebens, auf deine Leinwand projizierst und als Lebenswirklichkeit siehst.
So, und jetzt nochmal zu dem Beispiel, was ich da eben gebracht habe, dass wir so viele Menschen hier in unserem Umfeld, in unserer Community hier haben, für die es gewisse Dinge nicht gibt, die keinen Grund sehen, ja, zum Beispiel mit einer Maske rumzulaufen oder irgendeine Gefahr sehen oder so. Ich meine, das sind alles Dinge, die muss man, darf man seine eigene Wahrheit für finden. Aber ich glaube, du spürst auch, dass auch dahin, dass sich vieles verbirgt, ohne da jetzt näher drauf einzugehen, was nicht deinem wahren Wesen, das du in Wahrheit bist, entspricht. Denn wir alle in dieser großen Energie, in der wir uns befinden, sind unendlich große Wesen, die einen physischen Körper haben. Das ist das, was wir mit dem bloßen Auge sehen. Aber wir sind ja nicht dieser Körper. Und wie wäre es, wenn ich dich dazu einlade, dass du ab jetzt mal beginnst mit deinem wahren, unendlich großen Wesen, das du bist, wirklich mal in Kontakt zu treten und dieser Stimme, die da auch zu dir spricht, in Form von Gefühlen, in Form von Ideen, ja auch in Form von Wörtern, also das ist nicht unbedingt zu vergleichen mit unserer menschlichen Sprache. Wenn du das mal zulässt in dein Bewusstsein, wie viel mehr ist dann wirklich für dich möglich? Wie viel mehr kommst du dann, findest du dann zu dir selbst, findest du in deine Wahrnehmung? Wir sind den ganzen Tag von so vielen Dingen abgelenkt. Jetzt knallt die Tür gleich. Wir sind von so vielen Dingen abgelenkt. Diese Erfahrung habe ich mit unserer Tochter gerade die Woche nochmal gemacht. Wir hatten uns für einen Tag zurückgezogen ins Troodosgebirge. Das ist hier ja so eine anderthalb Stunde entfernt. Also wirklich hoch im Wald. Das ist das Schöne auch auf Zypern. Du hast hier verschiedene Klimazonen. Und wenn du ins Grün willst, dann findest du auch im Hochsommer Grün und Wälder. Und da waren wir eben die Woche für einen Tag. Sind vor Sonnenaufgang aus dem Hotel, wir hatten uns da im Hotel eingemietet, von Dienstag bis Donnerstag, sind am Mittwoch vor Sonnenaufgang in den Wald. Am Abend vorher waren wir schon dort. Jeder hatte sich so sein Plätzchen ausgesucht. Also wir haben es zwar gemeinsam gemacht, aber jeder hat an einem anderen Fleck im Wald gehockt, sodass wir auch keinen Blickkontakt hatten, also so ein paar hundert Meter auseinander. Und am nächsten Morgen sind wir dann in den Wald und jeder hatte doch dann einen anderen Platz sich ausgesucht. Und haben dann dort, wir wollten 12 Stunden da hocken und einfach nur da sein. Es ging nicht drum, noch nicht mal drum, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie zu meditieren oder auf eine gewisse Art und Weise Innenschau zu halten, sondern einfach nur da zu hocken. Ohne Medien, ohne etwas zu schreiben, ohne etwas zu lesen, sondern einfach nur da sein. Und da merkt man auch, das habe ich selbst bei mir gemerkt, trotzdem ich jetzt wirklich seit, oje, seit 2005 gibt es bei mir kaum einen Tag, wo ich nicht mit Meditation und gewissen Ritualen und Praktiken den Tag beginne. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie ich so eine gefühlt halbe Stunde noch damit beschäftigt war, mich an diesem Platz zu organisieren, die Decke so hingelegt habe, dann nochmal so hingelegt habe, dann den Rucksack nochmal auf Seite gestellt habe. Da hatte ich 2 große Flaschen Wasser drin und auch ein bisschen Obst und Gemüse und tagsüber noch was zu knabbern. Bis selbst ich dann irgendwie mal zur Ruhe gekommen bin. Und dann einfach nur da zu hocken und da zu sein, da merken wir mal, wie viel Zeit wir tagsüber eigentlich haben, wie viel Zeit wir tatsächlich haben, wenn wir keine Ablenkungen haben durch Handy und Social Media und sonstige Dinge.
Und wie lange so ein Tag dann ist. So, und jetzt mal im Umkehrschluss, jetzt schau mal, wie viele Menschen, und vielleicht gehörst du ja auch dazu, und das ist mein großes Learning nochmal auch aus diesem Tag, wo ich auch noch ein bisschen was anders machen werde in der Zukunft, wie sehr wir den ganzen Tag beschäftigt sind. Mit was beschäftigen wir uns den ganzen Tag? Jetzt muss ich, glaube ich, doch mal aufstehen, um die Tür zu machen. Keine Ahnung, 8 Stunden Arbeit, 1 Stunde hin und zurückfahren zur Arbeit, dann beschäftigen wir uns mit der Familie, dann ja, sind Einkäufe angesagt. Keine Ahnung, was auch immer. Lass mal so deinen Tag Revue passieren, mit was du dich den ganzen lieben langen Tag wirklich beschäftigst. Und wenn wir da mal schauen, wie sehr ist eigentlich der Fokus, also die Projektion auf die Kinoleinwand, darauf gerichtet, wie wir es selbst eigentlich wirklich haben möchten. Und dann erzählen wir uns die Geschichten, ich habe keine Zeit. Und stellen diese Dinge, mit denen wir den ganzen Tag beschäftigt sind, über uns. So, und jetzt geht es natürlich nicht darum, jetzt einen Job zu kündigen und zu sagen, hey, ich mache jetzt nur noch das, was mir wirklich am Herzen liegt, sondern das kann man auch machen. Nur wenn man jetzt mal so den sanften Weg gehen möchte, dann wäre so der erste Schritt, überhaupt mal Kontakt aufzunehmen mit deinem wahren Wesen, dass du in Wahrheit bist, also mal diese innere Stimme zuzulassen, die zu dir spricht und dir auch die Rückenstärkung gibt, hey, es ist viel mehr möglich als das, was du bis eben noch für möglich hältst. Wer von euch hat so denn überhaupt das Gefühl, dass im Grunde genommen viel mehr möglich in deinem Leben ist, als das, was du bis eben lebst? Wahrheit. Schreib mal ein Ja rein oder schenk mir mal ein Herzlein. Wenn du das Gefühl hast, da ist eigentlich, da muss es doch noch mehr geben, da ist noch viel mehr möglich oder müsste noch viel mehr möglich sein als das, was ich bis eben lebe. Schreib mir mal ein Ich oder ein Ja rein oder schenk mir mal ein Herzlein. Ja, sehr schön. Und schau mal. Nimm das mal bitte auf, was da in dir so für ein feines Gefühl ist, dass eigentlich mehr möglich ist. Dann ist das auch so, sonst könntest du das nicht wahrnehmen. Sonst könntest du das nicht wahrnehmen. Sonst hättest du nicht das Gefühl, dass da irgendwas noch in dir verborgen ist, wenn es nicht so wäre. Also vertrau dieser Intuition. Vertrau dieser Intuition. Und das Ding ist, nichts und niemand anderes, ich habe eben von den Gedanken gesprochen, die wir den ganzen Tag denken und von dem Fokus, worauf wir unseren Fokus haben und wie sehr wir den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt sind, um letztlich irgendwie durchs Leben zu kommen. Ich habe heute Morgen, das passt so gut dazu, eine Geschichte gelesen von einem Holzfäller. Und der Holzfäller hatte sich irgendwo beworben, um Bäume zu fällen. Und am ersten Tag seiner Arbeit war er total stolz auf sich, er hatte 18 Bäume gefällt. Und das wollte er am nächsten Tag natürlich nochmal machen. Am nächsten Tag waren es dann nur 16 Bäume. Da war er schon so ein bisschen unzufrieden mit sich und hat gedacht, naja, bin vielleicht müde, muss mich ein bisschen mehr ausruhen. Gehe abends früher zu Bett und morgen schaffe ich dann wieder 18 Bäume oder noch mehr. Er wollte sogar noch mehr schaffen. Hat er dann auch gemacht, abends früher zu Bett gegangen, ein bisschen mehr Schlaf gehabt, am nächsten Tag aber
keine 18 Bäume, geschweige denn mehr, geschafft, sondern wieder weniger. 14 Bäume nur. Und so ging das rapide nach unten. Mit jedem Tag konnte er weniger Bäume fällen. So sehr er auch sich angestrengt hat, so sehr er sich auch bemüht hat, tagsüber wieder mehr Bäume zu fällen, es ist ihm einfach nicht gelungen. Bis er nach einer gewissen Zeit tatsächlich mit Mühe und Not nur noch 2 Bäume am Tag gefällt hat. Und entsprechend unzufrieden war er mit sich. Und dann ging er zu seinem Chef und hat sich mit seinem Chef darüber unterhalten. Chef, ich weiß nicht, was los ist, aber ich schaffe es einfach nur noch ganz, ganz mühselig 2 Bäume am Tag zu schaffen. Keine Ahnung, was los ist, ich schaffe es einfach nicht mehr. Und da sagte sein Chef zu ihm, sein Vorgesetzter, hast du denn mal deine Axt wieder, wie sagt man das, geschliffen, damit du eine scharfe Axt hast oder ist deine Axt stumpf? Und da sagt er, ja, um meine Axt zu schärfen, habe ich keine Zeit. Und das ist das, was wir Menschen letzten Endes machen, im übertragenen Sinne. Wir sind den ganzen Tag mit Dingen beschäftigt und haben uns so sehr von unserem wahren Wesen, das wir in Wahrheit sind, entfernt, dass wir den ganzen Tag ohne Fokus auf das, was wir wirklich wollen, beschäftigt sind einfach. Dinge machen, die uns nur noch mehr von uns selbst entfernen, die uns nur noch mehr Schleier überlegen, die uns im Laufe der Zeit nur noch mehr glauben lassen, das ist halt so. Schenk mir mal ein Herz, wenn du damit was anfangen kannst, so als Metapher mit dieser Geschichte. Und nochmal, es geht nicht darum, wenn du jetzt eine Stelle hast, wo du spürst, wie ich das ja früher auch, öffentlicher Dienst. Ich war dankbar für diese Stelle, aber ich habe mich einfach immer mehr fehl am Platz da gefühlt, weil ich einfach immer mehr gespürt habe, das ist nicht das, wo ich den Sinn meines Lebens dran sehe. Ja, das füllt mir den Kühlschrank. Aber währenddessen zieht mein Leben an mir vorbei. Ich würde gerne frei leben. Ich würde mich gerne dort aufhalten, auf dieser wunderschönen Welt, wo es mir gerade gefällt. Ich würde gerne viel mehr auch der gesamten Familie in der Richtung ermöglichen, den Kindern ein anderes Vorbild sein. Also auch ihnen zeigen, dass es darum geht, dem Herzen zu folgen und damit auch einfach sich selbst zu sein. Du kennst diesen Spruch, sei du selbst, alle anderen gibt es schon. Aber was heißt denn das wirklich, du selbst sein? Was heißt das wirklich? Das heißt, dass du erkennst, was für ein göttliches, unendlich großes, machtvolles Wesen du in Wahrheit bist. Und all die Dinge, die unbewusst oder auch unterbewusst in dir denken, die dich klein halten wollen, mir geht's ja eigentlich ganz gut, muss es denn immer um Geld gehen, wo wir so dazu geneigt sind, uns mit weniger zu begnügen und. Wahrheit, das sind alles nicht deine eigenen Gedanken. Als kleines Kind wärst du gar nicht auf die Idee gekommen, kein kleines Kind kommt auf die Idee zu denken, ich habe etwas nicht verdient. Oder ich darf etwas nicht. Mal noch ein Beispiel dazu. Aus unserem früheren Leben, und diese Situation kennen wir ja alle, wie oft habe ich früher auch zu den Kindern gesagt, nee, jetzt gibt's nicht noch eine Limonade oder eine Limonade, wenn wir ins Lokal gehen, mehr nicht.
Oder es reicht jetzt mal und solche Sachen, einfach auch aus finanziellen Gründen, weil wenn wir dann schon mal ins Restaurant gegangen sind, dann musste das auch irgendwo kalkuliert sein, dass auch der Rest des Monats nochmal passt. Und da war ich mit unserer Tochter, das war glaube ich letztes Jahr schon, auch hier in Larnaca unterwegs und sie hatte noch Lust auf etwas. Und hat so gesagt, dieses Lokal, das ist doch da vorne um die Ecke. Und da habe ich gesagt, ja, warum? Weil wir waren den ganzen Tag schon unterwegs, waren zum Frühstücken, waren noch shoppen und hatten auch schon einen Kaffee irgendwo getrunken. Und da habe ich gesagt, magst du noch was von dort? Lass uns doch rübergehen. Und habe so gemerkt, wie so überlegt, ja, nein. Und da sind wir so drauf gekommen. Haben wir uns so ein bisschen darüber unterhalten. Diese Situationen, wo ich dann früher, und das geht dir bestimmt auch so, ich kenne das auch aus meiner Kinderstube, wo wir dann gehört haben, nee, jetzt ist es mal gut, jetzt gibt es nicht noch ein Eis, jetzt gibt es nicht noch eine Limonade oder so. Auf der unbewussten Ebene ist da Folgendes geschehen. Ich bin es nicht wert, jetzt noch eine Limonade zu haben. Ich bin es nicht wert, jetzt noch ein Eis zu haben. Das geschieht auf der unbewussten Ebene. Darf ich dich dazu einladen, das mal zu verinnerlichen? Wie viel es in der Richtung auf der unbewussten Ebene in dir denkt, dass du etwas nicht verdient hast, dass du etwas nicht wert bist, dass du etwas nicht darfst, also dir auch zu erlauben, wirklich das Leben zu leben, dir das Leben so zu gestalten, wie du es wirklich möchtest. Merkst du so die Diskrepanz zwischen deinem wahren inneren Wesen, das du ja in Wahrheit bist, das eigentlich ganz andere Gedanken hat, und wir aber in unserem Alltagsbewusstsein anfangen zu vergleichen, uns an Dingen zu orientieren und dann sagen, das ist halt so, wie es ist. Wie wäre es aber, wenn wir uns mal aufhören zu vergleichen, sondern einfach tatsächlich, wenn du tatsächlich herausfindest, ohne Begrenzungen, wenn alles möglich ist, wie hättest du wirklich gern dein Leben? Und wie wäre es, wenn du dir dann auch erlauben würdest, dich selbst mal anzuerkennen als unendlich großes, wahres Wesen? Und mal das auf die Kinoleinwand stabil projizieren würdest, wie du es gerne hättest. Weil dann geschehen die Dinge, die wir als Wunder bezeichnen. Dann geschehen solche Geschichten, jetzt mal ganz grob, was wir so aus Büchern kennen, was du aus Büchern vielleicht kennst, vom Tellerwäscher zum Millionär oder sowas. Was haben diese Menschen anders gemacht? Die haben ihren Fokus auf andere Dinge gerichtet. Als mir klar war, ich fühle mich wie ein Alien am Arbeitsplatz, das ist ein No-Go, da noch auszuharren bis zur Frührente und dann zu gehen, das wären bei mir nur noch ein paar Jährchen gewesen. Da habe ich einfach eines gemacht. Ich habe angefangen, stabil anders zu denken, nämlich die Gedankenenergien auszusenden, stabil, so wie ich es gerne hätte, und den Fokus auch darauf gerichtet. Und zwar zum größten Teil. Ja, das war ein Training, ja, das war auch manchmal anstrengend, weil es ist ja viel easier zunächst mal einfach so, ja, sich bequem zu machen und sich die Geschichte zu erzählen, okay, wenn ich jetzt da weiter ausharre an meiner Arbeitsstelle, dann habe ich sicher jeden Monat das Geld zur Verfügung und so schlecht geht es mir ja gar nicht und und. Also das, was die Masse eigentlich macht. Nur letztlich, wie anstrengend ist es dann, Monat für Monat immer zu schauen, letzten Endes, wie man über die Runden kommt. Und wie viel mehr ist tatsächlich möglich, wenn wir uns erlauben, all das zu empfangen, was wir wirklich in unserem Leben hätten, was du wirklich gern in deinem Leben hättest. Wie viel mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit
kannst du denn haben? Und das ist eine Entscheidung. Das ist nichts anderes als eine Entscheidung. Und da jetzt Achtung, was da viele, wo viele da einen Fehler machen. Ich glaube, die meisten, die ja auch in der Community sind, die haben schon vieles probiert, wirklich zu erkennen, was die eigene Mission ist, was dem Lebensplan entspricht. Unterschiedliche Dinge schon versucht, auch um Glaubensmuster zu ändern. Transformationsprozesse, Rituale und, und. Und dennoch dreht man sich immer wieder im Kreis und merkt, man kommt nicht weiter. Das ist das eine. Und was dann geschieht, wo ich auch schon mal so knapp davor war, auch diesen Fehler zu machen, aber Gott sei Dank dann da durchgegangen bin, sich die Geschichte erzählen. Ich habe jetzt schon so vieles versucht. Bei mir funktioniert das nicht. Entweder das oder sich die Geschichte erzählen. Ich bin es nicht wert. Und oder der Angst, tatsächlich den eigenen Weg zu gehen, also zum Beispiel auch nochmal in sich zu investieren und sich die Unterstützung zu holen, das Navi zu holen, um dorthin zu kommen, wo man gerne möchte. Was geschieht dann? Dann bleibt man wieder stecken. Ich bringe dir auch dazu ein Beispiel. Du weißt bestimmt schon mal, oder wir alle kennen das, wir waren schon mal in einem Restaurant, ging mir übrigens gerade letzte Woche so, wo ich mir einen leckeren Salat bestellt hatte, oder dachte leckerer Salat, aber irgendwie war der Koch an dem Tag wohl nicht gut drauf. Der Salat war auf jeden Fall nicht so, wie ich ihn wollte. Haben dann auch zurückgehen lassen, also ich konnte ihn nicht genießen einfach. So, gehe ich deshalb nie wieder in ein Restaurant oder höre ich deshalb auf zu essen? Nein, natürlich nicht. Und so verhalten wir uns dann aber, wenn wir schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht haben, dass das ein oder das andere nicht funktioniert hat oder nicht so zielführend war, wie wir es gerne gehabt hätten. Wem tun wir damit einen Gefallen? Uns selbst am wenigsten. Weil wo kommen wir denn? Wo kommen wir aus dieser Schublade, aus dieser Box, aus diesem Leben, das wir führen, kommen wir ja da nicht raus, wenn wir die Komfortzone nicht wirklich verlassen. Weil in das Leben zu starten, so wie du es gerne hättest, ohne dass du damit die Komfortzone verlässt, ohne dass du da einmal noch mal durch die Angst gehst, die Existenzangst, die Angst noch mal in dich zu investieren, die Angst, dieses gewohnte Terrain zu verlassen, also Neuland zu betreten, tatsächlich deinem Herzen zu folgen, dir tatsächlich ein Leben zu erschaffen, so wie es dir gefällt. Wie ich so schön eingangs gesagt habe, ein Leben voller Tage, von dem du keinen Urlaub mehr machen brauchst. Die Angst, damit einfach auch Menschen aus dem Umfeld zu verlieren, aus dem Freundeskreis, ohne da einfach mal durchzugehen, bleiben wir in der Box drin. Und das Ding ist, wie es outside der Box ausschaut, was für ein schönes Leben da auf dich wartet. Das Universum, das universelle Feld hat alles für dich vorbereitet. Es ist deine Entscheidung, wirklich dafür auch zu gehen und diesem Navigationssystem auch tatsächlich zu folgen. Weil wenn wir selbst nicht entscheiden und uns klar darüber werden, wie wir unser Leben wirklich haben möchten, dann ist das Universum in Wartestellung, wartet auf deinen Auftrag, wie du es gerne hättest. Und oder andere entscheiden für uns. Deshalb Einladung an dich. Beginne, dich dem Gedanken zu öffnen, dass du selbst tatsächlich in allen Bereichen
in ausnahmslos allen Bereichen, unabhängig von äußeren Gegebenheiten, die Erschafferin, der Erschaffer deiner eigenen Lebenswirklichkeit bist. Nichts und niemand anderes. Und werde dir mal klar darüber, dazu würde ich dich auch gerne einladen, wie willst du selbst es wirklich haben, wenn tatsächlich alles für dich möglich ist? Wie genau willst du dein Leben leben? Wo willst du leben? Wie willst du leben? Wie genau schaut dein idealer Tag aus? Wie genau schaut dein ideales Leben aus? Und beginne dann im nächsten Schritt tatsächlich den Fokus darauf zu richten und setz auch Prioritäten. Schau mal, wo du im Alltag, in deinem bisherigen Alltag, Dinge verändern kannst, sodass du zum großen Teil, statt den Fokus, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, auf die Dinge, wo du dir bis eben noch die Geschichte erzählst, das kann ich halt nicht ändern, das ist halt so, dass tatsächlich switchst und deinen Fokus darauf richtest, wie du es wirklich haben möchtest. Weil allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst. Allem, was du Aufmerksamkeit schenkst, bekommt Energie und wächst und wird zu deiner Lebenswirklichkeit, wird zu deiner Projektion auf deine Kinoleinwand, auf den Film deines Lebens. Wenn du dich als Regisseurin oder als Regisseur in deinem Leben mal siehst, wie schaut dein Drehbuch auch für dein Leben, wenn du mal selbst auf dein Leben blickst und du könntest dein Leben verfilmen? Wie schaut ab jetzt dein Leben aus, wenn alles für dich möglich wäre? Vielleicht hilft dir das so als Metapher, dir mal klar drüber zu werden, wie du dein Leben gerne hättest. Ja? Vielleicht hilft dir das als Metapher, dass du selbst dein Drehbuch schreibst, ein neues Drehbuch schreibst, ab heute, für dein Leben. Hilft dir diese Vorstellung? Hilft dir diese Vorstellung, jetzt mal ein neues Drehbuch für dein Leben zu schreiben? Und dich damit auch zu verabschieden von der Masse, dahingehend, wie viele, und da ist auch nichts falsch dran, die Frage ist nur, wie möchtest du es haben? Wie viele leben ein Leben in ihrer Komfortzone und spielen gleichzeitig die Rolle vom Opferdarsteller oder vom Dramadarsteller? Opferdarsteller und Dramadarsteller. Schau mal ab morgen in deinem Umfeld, wenn du so im Kollegenkreis unterwegs bist, wie sehr wird da die Aufmerksamkeit auf Probleme gerichtet, auf Herausforderungen, auf Dinge, die man bewertet und beurteilt und wird geschimpft über alles Mögliche. Und da ist dann letzten Endes der Fokus. Und davon produzieren wir immer mehr. Darauf liegt der Fokus, darauf produzieren wir, dazu produzieren wir immer mehr. Das, was auf der unbewussten und auf der unterbewussten Ebene ans universelle Feld ausgesendet wird, das erschafft deine Lebenswirklichkeit. Deshalb ist es so essentiell wichtig, dass du dich tatsächlich darin übst, und das ist wie ein Training, stabil den Fokus darauf zu richten, wie du es selbst gerne haben möchtest. Nur so funktioniert's. Die Elke schreibt, wenn dir irgendetwas an deinem Leben nicht so gefällt, wie gehst du dann damit um? Also, zum einen, erster Schritt, danke für die Frage, sehr gute Frage. Im ersten Schritt sage ich mir schon mal, oh, das ist ja eine interessante Kreation, die ich mir da gerade so kreiert habe. Weil ich selbst habe mir diese Situation ja erschaffen. Niemand anderes, ich selbst. Kann sogar so weit gehen, dass
ich auch schon mal sage, okay, da war ich ja ganz schön kreativ, um diese Situation mir wieder zu erschaffen. Auch wenn ich es so nicht haben wollte. Also, auch schon mal anzuerkennen, wie kreativ ich eigentlich da war, um mir die Situation zu erschaffen habe. Auch wenn ich jetzt merke, okay, da habe ich ein paar Handlungen gemacht, da habe ich ein paar Entscheidungen getroffen, ein paar Wahlen getroffen, die nicht wirklich zu dem geführt haben, wie ich es eigentlich wollte. Erster Schritt. Zweiter Schritt, wie will ich selbst es jetzt wirklich haben? Wie will ich selbst es jetzt wirklich haben? Was ist jetzt sonst noch möglich? Also Fragen stellen. Ich beobachte mich sehr da drin, wie ich denke. Und beobachte mich sehr darin und achte sehr darauf, dass ich aufgehört habe, in Schlussfolgerungen zu denken. Und wenn ich merke, dass ich gerade so eine interessante Ansicht, eine interessante Schlussfolgerung, eine interessante Bewertung ausgesendet habe, dann mache ich sofort Gedankenstopp. Stopp! Ah, nein! Und stell Fragen, was ist jetzt sonst noch möglich? Wie will ich selbst es wirklich haben? Treff dann eine entsprechende Entscheidung und folge dieser Energie. Und dieser Energie zu folgen, heißt ja dann auch, dass ich auf eine andere Art und Weise handle. Aber das Handeln kommt nach dieser energetischen Aussendung ans Universum, dass Gleiches Gleiches anzieht. Also es geht nicht immer nur darum, zu handeln, sondern bevor im Außen Resultate erzielt werden, erst ist die Idee da. Genauso, wenn du dein Mobiliar in deiner Wohnung anschaust, alles, was da steht, ist erstmal in irgendeinem Kopf als Idee entstanden. So und so soll der Schrank ausschauen, so und so soll die Couch ausschauen, so und so soll die Lampe ausschauen. Bevor es zur Materie wird, in dem Fall jetzt hier zur Lebenswirklichkeit, ist erstmal die Idee der Gedanke da. Und das gilt es dann stabil auszusenden. Und zwar stabil, nicht einmal, sondern ständig. Weil die jetzige Lebenswirklichkeit, die wir bis jetzt haben, jeder von uns, die haben wir uns selbst erschaffen mit unseren Gedanken. Und wenn da Bereiche sind, wo wir sagen, okay, das ist nicht so, wie ich es wirklich gerne hätte, dann gilt es, ehrlich zu sich selbst zu sein. Dann dürfen wir uns auch dafür anerkennen, wie kreativ wir waren. Klingt ein bisschen spooky, ist aber so, dass wir uns diesen Mist, sage ich jetzt mal zum Teil, selbst erschaffen haben. Und dann geht es letzten Endes darum, mit der gleichen Kreativität, nur auf eine andere Art und Weise, was auszusenden, damit diese andere Lebenswirklichkeit zu einer Lebenswirklichkeit wird. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Hilft dir das, liebe Elke? Schreib mir mal rein, ob dir das hilft. Weil letzten Endes ist es auch so, wenn ich so an mein früheres Leben zurückdenke, wie oft habe ich da so eine Schwere wahrgenommen, so eine Last, was unter anderem auch hier klassisches Schulter-Nacken-Syndrom, Rückenschmerzen, Probleme mit dem Ischias und solche Dinge geführt hat. Diese Schwere, diese Last, wie würde ich das noch bezeichnen? Schwere Last. Ja, Schwere ist wohl der richtige Ausdruck. Die kommt letztlich, oder die setzt sich letztlich nur aus den vielen Energien zusammen, die wir in unser Leben gezogen haben, aus diesen vielen Verstrickungen, die wir auf uns geladen haben, die zum großen Teil noch nicht mal unsere selbst sind, weil ich glaube, die meisten hier, die in meinem universellen Feld hier sind, also du, die sind sehr wahrnehmend, sehr feinfühlig, sehr sensibel, vielleicht auch hochsensibel. Das heißt, du nimmst ganz, ganz viel auch von deiner Umgebung auf, von deinem Umfeld,
von diesem Massendenken, was da so auch ist, und glaubst, es ist deines. Und diese ganzen Verstrickungen, die wir in uns haben, die ziehen noch mehr davon an. Und das ist das, was zunächst auch mal ja rein von der Energie her ein bisschen anstrengend ist, zu sagen, okay, jetzt geht's in eine andere Richtung. Ich habe bei mir früher immer gesagt, ich stecke zwar irgendwo im Schlamassel drin, aber ich habe es mal irgendwo angenehm eingerichtet im Schlamassel. Weil da mal rauszuklettern, ja, war zunächst mal anstrengend. Nur ich habe mir gesagt, wenn ich da jetzt nicht einmal durchgehe und rausgehe, ist das ganze Leben anstrengend. Und das wollte ich einfach nicht. Das ist wie, schau mal, wenn du einen Führerschein hast, wie anstrengend war die erste Fahrstunde, an alles zu denken? Zündschloss umdrehen, schalten, kuppeln, Schulterblick, Seitenblick, Rückspiegel, keine Ahnung, an alles denken, Blinker setzen und, und. Wie anstrengend war es letzten Endes? Und jetzt ist es zum Automatismus geworden. Du hockst dich ins Auto, geht ja wahrscheinlich genauso wie mir und wunderst dich dann manchmal, oh, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? War es mit den Gedanken ganz weg? Oder hier, Zypern, Linksverkehr. Wie anstrengend und war das, die erste Zeit hier Auto zu fahren? Jetzt ist es normal, auf der linken Seite zu fahren. Also für deutsche Verhältnisse auf der falschen Seite zu fahren. Wenn ich mich jetzt in Deutschland ins Auto setze, muss ich wieder ein Gehirn, die Metapher mir setzen, du bist auf der Seite richtig, wo auf der anderen Seite die Autos auch kommen. Also ich darf im Auto auf der Straßenseite dort fahren, wenn dann hier auch noch ein Auto kommt. Sonst bin ich falsch. Ne? Das ist so eine Metapher, die ich mir gesetzt habe. Ja. Elke schreibt, ich finde das, oh wie kreativ, ich war super, stärkt nämlich auch darin, dass alles möglich ist. Genau, sehr schön. Ja, super. Lache eh total gerne über mich. Ja, Elke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Nicht den Humor verlieren und auch über sich selbst lachen zu können. Über sich selbst lachen zu können, das ist so ein wichtiger Aspekt. Super, danke. So. Jetzt haben wir drüber gesprochen, diese Schwere, diese Last, wo wir das Gefühl haben, was auf uns lastet, was zum großen Teil noch nicht mal unsere eigenen Dinge sind, davon ziehen wir letzten Endes mehr ins Leben. Das heißt, diese Wenn-Dann-Geschichte, erst wenn ich mich glücklicher fühle, erst wenn es leichter ist, erst wenn ich mehr Geld habe, erst wenn dann, das funktioniert nicht. Weil so lange sendest du genau den Mangel aus, auf der unbewussten Ebene, den du nicht mehr haben möchtest. Das heißt, du darfst jetzt schon energetisch dich dahin begeben, und das ist das Großartige, was wir haben. Wir haben eine Vorstellungskraft. Die wurde uns mit in die Wiege gelegt, und egal wie viel Mist bislang im Leben war, die Vorstellungskraft, die hat uns niemand nehmen können, und die wird uns auch niemand nehmen. Und da zu switchen, von der Schwere in die Leichte, sich vorzustellen, wie es ist, sich ein leichtes, freies, glückliches Leben zu erschaffen. Wie es ist, wenn immer die Geldenergie da ist, die du wirklich hättest, dass du dir nie wieder überhaupt Gedanken machen musst um Geld. Du musst deshalb nicht Millionärin unbedingt werden wollen oder Milliardärin, sondern vielleicht ist es jetzt erstmal dein Ansinn, dass überhaupt einfach mal Geld immer da ist und dass du dir keine Gedanken drüber machen musst, wie das bei mir früher auch war. Wie oft hätte ich am 5. des Monats schon gerne gehabt, dass schon wieder der 1. war. Und du hast, wenn es dir bis eben noch schwer gefallen ist, dir so ein leichtes Leben auch vorzustellen, das wirklich voller Freude, voller Leichtigkeit, voller Spaß ist, weil gerade so vieles auf dir lastet, dann such dir irgendeinen Referenzpunkt aus deiner Kinderstube, wo du mal voller Freude und voller Leichtigkeit warst.
Weil es ist ganz wichtig, dass du auch gefühlsmäßig da reingehst, dass du das auch fühlst. Das ist die stärkende Kraft beim sogenannten Manifestieren, also die Dinge in das Leben zu ziehen, wie du es gerne hättest. Das muss von Gefühl beladen sein. Das muss mit Gefühl aufgeladen sein, wenn du so willst. Und solltest du selbst aus der Kindheit so schlimme Erlebnisse haben, dass da so viel über dir gelagert ist, dass du sogar Kindheitserinnerungen so zugeschüttet hast, dass du dich dann immer erinnerst, weil du so viele Mauern aus Selbstschutz da im Laufe deines Lebens um dich aufgebaut hast, dann geh auf den YouTube-Kanal und schau dir irgendwas an, was dich in eine Energie der Freude, der Leichtigkeit versetzt, oder hör deine Lieblingsmusik oder schau dir einen Film an, deinen Lieblingsfilm, der dich in so eine andere Welt katapultiert, und hol das als Energie. Hol das als Energie. Kannst dir auch gerne vorstellen, wie so eine Energieblase. Und dann kannst du dir vorstellen, wie du dich mit dieser Energieblase auch überschüttest, wie du diese Energie aufnimmst und wie du gleichzeitig diese Energie auch ans Universum aussendest. Gleiches zieht Gleiches an, damit ziehst du mehr davon an. Das Ding ist nur, du darfst das stabil immer und immer wieder zum Großteil des Tages in die Richtung lenken, sonst funktioniert das langfristig nicht. Okay? Das ist die Krux an der Sache. Und dann wirst du letzten Endes auch die Dinge in dein Leben ziehen, die du wirklich haben möchtest. Wie viel mehr Freude und Leichtigkeit kannst du damit haben? Jetzt, wenn du es dir erlaubst, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung. Welche neue Entscheidung triffst du heute? Welche neue Entscheidung für dich, für dein Leben, für deine Familie triffst du heute? Und das machst du am besten auch schriftlich, weil unser Kopf, unser Geist ist so viel unterwegs und hat so viele Ablenkungen. Wenn du es jetzt einfach nur für dich im Geiste triffst, dann ist unser Denker, unser Ego so schnell unterwegs und lässt dich morgen schon immer dran denken, was du heute an Entscheidung getroffen hast. Deshalb mach's schriftlich. Welche neue Entscheidung triffst du heute? Was darf ab heute ein neuer Standard in deinem Leben sein? Kannst du da gerne so ein paar Punkte auch zu aufschreiben? Und diesen Standard dann auch tatsächlich erfüllen. Committe dich dazu. Committe dich dazu, dir einen neuen Standard jetzt zu erschaffen und diesem auch zu folgen, diesen auch zu erfüllen. Auch bevor man irgendetwas tut, es ist immer gut, zuerst darauf zu achten, dass du in einer guten Schwingung bist. Freude, Leichtigkeit. Dann ist alles, was man macht, in einer positiven Energie geladen. Yes, so ist es. Das Ding ist nur, wo wir oftmals etwas aufgesessen sind, dass wir, also diese, wie sage ich das? Dem Herzen zu folgen, wenn es darum geht, wo man spürt, ich will eine neue Entscheidung treffen, ich will mir einen neuen Lebensstandard für mein Leben setzen. Ich will meinem Herzen folgen, ich will wirklich entdecken, was meiner Mission entspricht. Warum bin ich hierher gekommen auf die Erde? Das ist deine Mission. Jeder von uns ist mit einer Mission, mit einer Botschaft hierher gekommen. Was entspricht tatsächlich meinem Seelenplan? Das ist ein Mix aus deinem bisherigen Leben
und deiner Mission? Und wie kann ich daraus auch dem Ruf meiner Seele tatsächlich folgen, sprich auch den Seelenberuf daraus zu erschaffen? Da gilt es tatsächlich, dem allerersten Impuls zu folgen. Alles, was so Sekunden später schon wieder kommt. Fühlt sich jetzt dann doch nicht so leicht an. Wenn es wirklich zu mir passen würde, dann wäre das jetzt leicht. Also solche, so diese Dinge. Und dann sind wir dazu geneigt, die Schlussfolgerung zu haben, dann ist es doch nicht meins, dann soll es jetzt nicht sein. Also das ist so eine feine Gratwanderung. Der erste Impuls, der kommt immer aus deinem Herzen, aus deiner Seele, aus der Liebe heraus, wäre ein anderes Wort dafür. Und Liebe kann nie verletzen. Dein Herz kann dich niemals belügen oder betrügen. Dein Herz, das war schon da, bevor der Denker, der Verstand, das Ego überhaupt da war. Und diese tiefe Weisheit deiner Seele, die spricht über den allerersten Impuls mit dir. Alles, was danach kommt, wo wir dazu geneigt sind, tatsächlich, das höre ich oft in esoterischen Kreisen auch so, das fühlt sich jetzt gerade aber schwer an. Das ist so ein Standardsatz. Das fühlt sich jetzt nicht leicht an. Also ist es auch nicht für mich bestimmt. Und da sitzen wir oftmals einfach dem Ego, dem Verstand auf, der sich durchsetzen möchte und trauen uns dann letzten Endes doch nicht auf unser Herz zu lauschen und merken dann irgendwann nach ein paar Wochen und Monaten, jetzt stehe ich ja immer noch dort, wo ich eigentlich gerade mal stehen wollte, bin immer noch keinen Schritt weitergekommen. Also erster Impuls, ganz wichtig, dem zu lauschen. Das ist auch der Grund, warum, das hast du bestimmt auch schon von mir gehört, erfolgreiche Menschen, die haben sich eines angewöhnt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Erster Impuls ist das und das, Entscheidung treffen, durchgehen, sodass das Ego, der Verstand, gar keine große Chance mehr haben, einen davon abzubringen und einem glaubhaft die Geschichten zu erzählen, dass es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass es jetzt nicht geht, dass jetzt nicht genug Geld da ist und uns sind alles Geschichten, die wir uns erzählen. Und letzten Endes verlieren wir wertvolle Lebenszeit damit. Also lausch auf deinen ersten Impuls. Und wenn dein erster Impuls jetzt zum Beispiel ist, ich spüre, da ist noch mehr für mich in meinem Leben möglich als das, was ich bis eben lebe. Ich spüre ganz klar, dass ich nicht zu 100% auf dem Weg meines Herzens bin. Und ich spüre auch, dass ich viel mehr aus meinem Leben machen möchte. Wenn so diese drei Gedanken in dir sind, wenn das so deine ersten Impulse sind und wenn du bislang schon vieles ausprobiert hast, Bücher gelesen hast, Kurse gemacht hast, Ausbildungen gemacht hast, Fortbildungen, egal was, und bist immer noch nicht in dem absolut freien, glücklichen, selbstbestimmten Leben, das du eigentlich haben möchtest. Dann klick auf den Link, auf den du schon oft klicken wolltest, den ich dir nachher ins Kommentarfeld reinschreibe, irmgard-bronda.de/seele. Und lass uns da gemeinsam hinschauen.
Weil diese Kombination, deine Mission zu erkennen, deinen Seelenplan zu erkennen, daraus dem Ruf auch deiner Seele tatsächlich zu folgen und deinen Seelenberuf daraus zu erschaffen, der dir ja letzten Endes erst auch ein wirklich freies Leben ermöglicht. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto. Das ist mehr als ein Sechser im Lotto. Also lausch auf den ersten Impuls. Buch dir eine kostenfreie Seelenfreude-Session. Jemand aus meinem Team ruft dich an und schaut mit dir erstmal so ganz grob, wo du stehst, wo du hin möchtest, ob du auch wirklich ja, die Richtige bist, um in eines unserer Mentoring-Programme zu kommen, welches das Richtige für dich ist. Und ja, dann sprechen wir beide miteinander im zweiten Schritt und schauen ganz genau, wie wir dir helfen können. Und wie oft ist das Universum in der Richtung auch in Bewegung und schickt uns auf dem Silbertablett diese Möglichkeiten, wie ich dir jetzt zum Beispiel die Möglichkeit schenke, eine kostenfreie Seelenfreude-Beratungssession zu buchen, wo zunächst jemand aus dem Team sich Zeit für dich nimmt und wenn es passt, auch ich mir Zeit für dich nehme und wir dann ein zweites Gespräch führen und wenn es passt, du dich dann auch entscheidest, in die Akademie zu kommen und dir das Navigationssystem ganz abgestimmt auf dich zu holen. Wie oft, Wahrheit, war auch bei dir schon der erste Impuls da, ja, würde ich ja gerne, aber... Oder wie oft warst du schon auf der Seite und wolltest dann klicken und hast doch nicht geklickt. Und es war gerade die Woche so bei zweien so, die dann doch nochmal im Gespräch waren zum Beispiel. Ich kenne das auch von mir, wo ich dann doch nicht auf meinen ersten Impuls gelauscht hatte und gedacht habe, ach, das hier wäre jetzt das Richtige, aber brauche ich es jetzt wirklich? Ist das jetzt wirklich das Richtige für mich? Ich kann mich gerade erinnern, wie das noch vor 2, 3 Jahren dürfte das jetzt her sein, mal so der Fall war. Und das Programm hat ein paar tausend Euro gekostet und inzwischen kostet ein Vielfaches davon. Und dann denken wir, hätte ich doch damals nur, ja? So, wenn ich dann jetzt aber weiß, okay, das ist trotzdem das Richtige für mich, dann buche ich es halt. Und erzähl mir nicht die Geschichte, das ist jetzt aber unfair, dass dieses Coaching jetzt so viel kostet und vor ein paar Jahren hat es noch 5.000 Euro weniger gekostet. Finde den Fehler, wer steht sich da selbst im Weg? Wenn ich mich für ein neues Auto interessiere und gehe zu BMW und da kostet das Modell, das ich gerne hätte, 65.000 und ich überlege zu lange und bin mir dann doch noch unschlüssig und gehe 4 Monate später hin und dann kostet das gleiche Modell 70.000, ja, dann kann ich mir ja auch sagen, okay, zahle ich jetzt 70.000 halt, ist halt so, wenn ich das Auto haben will, wenn ich dieses Fahrvergnügen haben will. Ansonsten stehe ich mir ja selbst im Weg. Dann ja, entscheide ich mich halt gegen das Auto und denke, mein Leben lang hätte ich doch nur. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so ein Fehler. Was heißt Fehler? Fehler ist falsch. Es gibt keine Fehler. Wir machen immer nur Erfahrungen. Fehler sind dazu da, um daraus zu lernen. Aber das ist so das Ding, wo wir uns dann selbst nochmal so den Weg verbauen. Und das Geld, bei dem Geld die Macht über uns geben. Und so sagen, so beleidigt sein. Nee, das hat vor kurzer Zeit hat es noch ein paar tausend weniger gekostet, jetzt kostet es mehr. Nee, jetzt kann ich mir das nicht mehr ermöglichen. Das sind alles nur Geschichten, die wir uns selbst erzählen.
Also, lausch auf deinen ersten Impuls. Wenn du das Gefühl hast, da ist noch mehr in deinem Leben für dich möglich. Wenn du tief in dir spürst, ich trage da eine Botschaft in mir, die gelebt werden möchte. Ich will wissen, warum ich tatsächlich hier auf der Erde bin, was wirklich meinem Seelenplan entspricht. Und ich will mir wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben erschaffen und will mir viel mehr Gedanken künftig darum machen, wie ich es noch schöner, noch genialer, noch großartiger haben möchte, statt mich mit dem Leben zu arrangieren. Dann lausch auf den ersten Impuls und buch dir ein Seelenfreude-Beratungsgespräch. irmgard-bronda.de/seele. Ich poste es euch nachher auch noch rein. Okay, so. Jetzt gibt es hier mal Frühstück. Und mal schauen, was der Tag hier noch bringt. Heute und morgen ist hier auf Zypern ein ganz großes Fest. Da wird so das Fest. Und speziell hier in Larnaca, der Arche Noah nachgefeiert. Mit vielen Ständen, mit vielen griechisch- und zypriotischen Tanz- und Musikgruppen auch. Und so eine Art Markt findet da auch statt. Also es muss wohl riesengroß hier aufgezogen werden. Ist auch, morgen ist sogar Feiertag hier. Alle Geschäfte haben morgen hier geschlossen und schauen wir mal, was der Tag uns heute hier noch so bringt. Also, danke für dein Dabeisein. Danke für deine Zeit, die du mir hier auch geschenkt hast, die du dir geschenkt hast. Öffne dich bitte nochmal dem Gedanken, dass viel, viel, viel mehr für dich möglich ist, als das, was du bis eben noch für möglich hältst. Und lausch auf den ersten Impuls und vertraue dir, dass du eine einzigartige Botschaft in dir trägst, die ans Licht möchte, die gelebt werden möchte, dass du deine Botschaft auch mit der Welt da draußen eigentlich teilen möchtest, dich bis eben nur noch nicht so getraut hast, die Bühne deines Lebens zu betreten. Aber die Bühne erwartet dich. Geh die zwei, drei Schritte, geh auf die Bühne deines Lebens und erlaub dir dein Leben so, wie es dir wirklich entspricht. Und wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, sei deinen Kindern das Vorbild, das du eigentlich gern sein möchtest, damit auch sie ihrem Herzen folgen. Und wenn unsere Kinder beginnen, ihrem Herzen zu folgen, werden auch deren Kinder ihrem Herzen folgen und so weiter. Was für neue Generationen wachsen daran? Ciao, ciao.